Hier sind die Highlights der WOC-Weltmeisterschaften. Die Bahn ist freigegeben und ich sage, auf geht's, WOC-WM mit Ailton, vamos! Also, der allererste, der hier auf die Piste am Königssee geht, ein absoluter Neuling und der fängt schon so weit oben an, sich zu drehen. Also, da sehen wir, dass die Erfahrung noch nicht so groß ist. Und da wir noch keine Referenzzeiten haben, die erste Drehung hier also für ihn, können wir die Bahn vielleicht mal ein bisschen kennenlernen. Hier geht's am Bob-Start vorbei, wo auch die Vierer genau hier auf die Bahn treffen werden. Und die nächste komplette Drehung. Vielleicht kommt er damit in irgendein Rekordbuch. Und die Kamera, die auf dem Kopf hat, fängt diese Bilder ein. Meine Privatkamera würde ich ihm nicht geben, muss ich ehrlich sagen. Denn da hätte ich Angst, dass hier unten nicht heil ankommt. Die nächste Drehung. Wer hat mitgezählt? War es die dritte? Wir sind jetzt in der Schlangengrube, in der sogenannten S-Kombination. Vier S-Kurven. Und dann geht's raus auf diese Gerade hier, die keine richtige Gerade ist. Hinten so ein bisschen wie eine Banane, abknickt. Und dann in die Jänner-Kurve. Ja, und jetzt kann er sehr gut sehen, wo er herkommt. Denn er hat sich schon wieder gedreht. Nach der Jänner-Kurve geht es in den Kreisel. Er hat allerdings durch die vielen Drehungen schon so viel Geschwindigkeit eingebüßt. 45,4 Kilometer pro Stunde und er bleibt doch nicht etwa stehen. Denn im Kreisel geht es leicht bergauf. Eine weitere Premiere. Gestern der einzige unter 10 Metern und jetzt bleibt er stehen. Das gibt es doch nicht. Ailton. Ja, ist denn keiner da, der ihm helfen kann oder kann er es nicht selbst machen mit 2, 3 Pinguinschlägen? Denn dann geht es wieder bergab. Das gibt es doch nicht. Ailton vom Herbalife-Team hat überhaupt keinen Grip mit diesen Handschuhen. Und er muss ja mit dem Wok zusammen, mit der Schüssel zusammen ins Ziel kommen. Ansonsten bekommt er keine gewertete Zeit. Was macht der Ärmste jetzt hier? Es sind wirklich nur ein paar Meter, die er schaffen muss. Ja, und dieses Blatt sagt voll alles, dieser Spruch hier. Ach, das ist jetzt keiner der großen Gewinne, die er eingefahren hat. So, jetzt bekommt er also ein bisschen Hilfe. Und da drücken wir doch mal alle Augen zu, denn eigentlich ist laut Reglement der World WOC Union das nicht erlaubt. Und jetzt gucken Sie, gleich geht's schon wieder bergab, aus dem Kreisel raus. Also Ailton bleibt tatsächlich stehen hier. Und weiter geht's. Also Blumen pflücken während der Fahrt verboten. Das ist das Motto hier. Und jetzt aufpassen mit der Weiche, da kann man auch noch mal hängen bleiben. Nee, alles gut gegangen. Wir befinden uns immer noch im Kreisel. Und das muss die größte Zeit, die längste Zeit sein, die je bei einer WOC-Weltmeisterschaft gefahren wurde. Und das gleich beim ersten Schlitten. Hier unten ein kleines Labyrinth, schnelle Richtungswechsel, keine großen Kurven, nur kleine Anlehner. Und danach kommt die nächste Kurve, die Kielsteinkurve, wird links gefahren. Dann rechts die Seekurve. Aber jetzt kommt schon meine nächste Befürchtung. Ich glaube nicht mal, dass der bei Sonja Kraus ankommen wird. Mit dieser geringen Geschwindigkeit von gerade mal 49,2 Kilometer pro Stunde. Bis zur Lichtschranke wird das noch schaffen. Das sehen wir dann, wenn die Uhr stehen bleibt. Mit der größten Zeit, die in einem Lauf allein jemals gefahren wurde. Komm, Junge, mach es noch bis zur Lichtschranke hier. Die Uhr tickt gnadenlos und es geht ja hier auch schon wieder bergauf. Das heißt, schon wieder das Problem. Er müsste jetzt vielleicht vorsichtig aufstehen und mit dem Wok in der Hand über die Ziellinie gehen. Das würde dann auch reichen, um eine gewertete Zeit zu bekommen. Der arme Ailton aus Brasilien hier. Und selbst wenn er dort stehen bleibt, gleich und eine Zeit bekommt, dann muss er den Walk of Shame antreten. Also Tränen werden gelacht, aber uns kann er doch eigentlich nur leid tun, der Ärmste. Und wir dachten schon, das Dschungelcamp wird der Tiefpunkt in seiner Karriere. Nein, jetzt auch noch hier die WOC-WM, wo er einmal stehen bleibt im Kreisel. Und da kommen die Helfer und die Zeit tickt immer noch gnadenlos. Liebe Redakteure des Guinness-Buches, Sie brauchen einen neuen Eintrag bei der nächsten Ausgabe, denn noch nie ist jemand so lange unterwegs gewesen. Ja, und man sieht schon wieder, Joey, Mann, modisch, das ist doch wieder eine Katastrophe. Weißt du nicht, dass Schulterpolster out sind seit langem? Ja, aber hoffentlich bringt das was. Aber das Konkurrenz ist so extrem hart. Wir haben 2 Vollprofis. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich bin nicht letzter. Und ich hoffe, die Zeit reicht, meine Damen und Herren, um einmal ein bisschen runterzuschwenken. Hier wird es interessant in dieser Gegend, denn was sind das für Oberschenkel? Hast du da deine ganzen Geschwister mit reingepackt? Ja. Guck mal. Was ist da drin? Da ist Blei. Er sagte, es ist Blei. Natürlich. Nicht anschubsen hier. Das macht der Joey ganz alleine. Joey Kelly. Und die Schulterpolster sind ja noch fast das harmloseste an seinem Outfit.
Also bei der Farbe bekommt man ja fast Augenschmerzen. Aber das nur nebenbei. Auch der hat sich also mit dem Gewicht rangedopt an das zulässige Gesamtgewicht. Hat also alles mitgenommen, was man mitnehmen darf. Und bei ihm sahen wir schon eine neue Startbestzeit für Joey Kelly. Aber da steht natürlich eine fette 1:09.090. Und wir haben es gesehen, wie schnell man mit dem einen oder anderen kleinen Fehler eine halbe Sekunde verlieren kann. Momentan allerdings eine Sekunde Vorsprung. Und man sieht es auch mit diesen Schulterpolstern, über die wir eben noch so schön gelästert haben. Wenn man damit an die Bande kommt, die ja so einen leichten Raureif hat, dann bremst das nicht so stark, als wenn man es eben mit dem Rennanzug macht. Oder vielleicht mit den Handschuhen. Und mehr als 2 Sekunden Vorsprung, das ist natürlich schon eine ganze Menge Holz. Also Kelly gegen die Bestzeit von Stefan Raab. Und 4,5 Sekunden, was für eine Zeit will der Kelly hier hinlegen. Hoi, jetzt allerdings der erste Sturz für Joey Kelly. Kommt dort runter vom Schlitten und jetzt kann ganz schnell alles dahin sein, was er eben gerade gut hingelegt hat. Da war der Schlitten einfach in Kurve 9 zu schnell. Reicht zwar noch für eine Bestzeit von 4,5 Sekunden. Also, wie geht's Joey? Das müsste die erste Frage sein. Joey, er hat schon gleich genickt und ganz ein cooles Gesicht gezogen. Also hier gab es Reaktionen, die ich noch nie erlebt habe bei den 2 Gebetsschwestern. Wir haben gedacht, du fährst Schweigen, auseinander. Schweigen. Entsetztes Schweigen und wirklich unglaublich. Oh, sehr schön. Ja? Sehr schön. Guck mal. Oh, fast ganz oben. Sehr lebensgefährlich. Aber hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe mich einmal gedreht, aber Hauptsache die Zeit ist gut. Das ist wichtig, alles andere ist egal. Die Zeit, mein Schätzchen, ist sensationell. Du hast 4,5 Sekunden Vorsprung vor der Pappnase da mit 1,04539. Sag mal, kurze Frage, hast du niemals Angst? Weil die zwei hatten kurz Angst um dich und das ist schon beachtlich. Nein. Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal einen Mann präsentieren, den man sicherlich ganz schlichtweg als wahnsinnig bezeichnen kann. Er ist Extremskater, er heißt Dirk Auer und er hat schon viele verrückte Sachen gemacht. Er hat sich auf Rollerskates hinter einem Formel-1-Wagen herziehen lassen. Heute will er mit einem Raketenrucksack auf dem Rücken auf Rollerskates die Bobbahn hier in Winterberg runterfahren. Und er hat zum Glück Winterreifen drauf, so viel wissen wir. Aber wir sind natürlich ganz, ganz gespannt, ob das auch gelingen wird. Wird er überhaupt unten ankommen? Wird er vielleicht unterwegs abheben? Wo wird er, wenn er abhebt, wieder landen? Fragen über Fragen. Dirk Auer, bist du bereit? Er gibt das Zeichen. Dann zünden wir jetzt die Raketen. Da werden jetzt die Raketentriebwerke gezündet. Schauen Sie gut hin, meine Damen und Herren. Sollte er unterwegs die Bahn verlassen, Dirk Auer, dann bitte seien Sie so nett, winken Sie ihm, weisen Sie ihm den Weg. Und wenn Sie irgendwo in Deutschland, meine Damen und Herren, wenn Sie uns jetzt zuschauen und nachher vielleicht nach der Sendung in Ihren Garten gehen und da einen Mann finden mit einem Raketenrucksack auf den Rücken, dann sagen Sie uns Bescheid. So, die Triebwerke laufen. Oh. Jetzt wird's gefährlich für die Männer hinter ihm. Er hat es selber in der Hand, er kann die Rakete steuern. Dirk, bist du bereit? Dann sagen wir jetzt, Bobbahn frei. Dirk Auer wagt einen neuen Extremversuch auf dem Weg nach unten. Diese Triebwerke, die er hat, die erreichen übrigens 90 PS. Pro Triebwerk. Wir wollen mal sehen, was für eine Geschwindigkeit er erreicht. Seine höchste Geschwindigkeit, die er je geschafft hat, 307,4 Kilometer pro Stunde. Kai hat es gesagt, das war hinter einem Rennwagen. Er hat sich auch schon von einem Helikopter ziehen lassen. Er ist auch schon auf dieser Bahn gefahren, hinter einem Bob. 122 Kilometer pro Stunde schnell. Diese Geschwindigkeit wird er heute höchstwahrscheinlich trotz dieses Düsenantriebs nicht erreichen. Allerdings ist es auch für ihn gefährlich. Sturz für ihn. Er wollte eigentlich die Bahn hochfahren mit diesem Düsenantrieb. Das hat gestern in der Probe nicht geklappt. Da ist ihm wahrscheinlich der Treibstoff ausgegangen. Und jetzt hier ein Defekt offensichtlich. Ein Triebwerk zündet da nicht mehr so richtig. Jetzt kann er nur noch auf seine eigene Masse setzen anhand der Hangabtriebskraft. Also so wie die Vox hier versuchen, unten ins Ziel zu kommen. Dirk Auer, wir haben also die Zeitnahme umgekehrt, ist im Felddienstkreisel. Wir wollten auch für ihn die Zeit messen. Wir wollten sehen, ob er schneller ist als die Vox. Aber das sieht nicht so aus. Trotz Düsenantrieb.
Das jetzt hier die Stelle im Kreisel, wo es auch leicht bergauf geht. Muss er also ein bisschen nachhelfen, trotz Düsenantrieb. Kein neuer Geschwindigkeitsrekord hier. Keine neue Bestzeit, kein Weltrekord für ihn. Aber trotzdem, er wusste, auf welches Risiko er sich einlässt. Und er hat trotzdem das Risiko gewagt. Die Legende kehrt zurück. Kein Wintersport für Schlappschwänze. Der Höllenritt im Eiskanal. Wer behält die Kontrolle? Und wer schmiert ab? Der Wettkampf der Nationen. Wer gewinnt für sein Land? Der Kampf um Medaillen. Die WOC-Weltmeisterschaft 2022 am 12. November in Winterberg.